Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldorum zu einem neuen Part Miitopia mit unserem neuen Team hier. Ich befinde mich im Flur. Okay, alles klar. Und dann verteilen wir es mal um. Die Annelie wollte zu mir ins Zimmer. Okay. Schauen wir mal, was so läuft. Und den Dialog konnte ich nicht lesen, der geht so schnell. Training, hurra! Naja, das kennen wir schon. Mit Training lernen sie sich besser kennen. Du sollst das Bronzeschwert bekommen, das legendäre Bronzeschwert, das auch ich einst besessen habe, bevor ich zum Teufelchen wurde und mir mein Team geklaut wurde. Ausrüsten. Hier hast du. Papieruniform wurde gekauft. Na dann. Verstärkt auf 3 Punkte, okay. Ja, mach so. So, futtern wie bei Muttern haben wir erledigt. HP durch Nahrung um den Wert von 10 oder mehr gesteigert. Okay, auf I. Wir verirren uns weiter ins Labyrinth hinein. Ins düstere Höhlenlabyrinth. In der Nähe von nebenan. Wo lang? Oben oder unten? Ich weiß nicht, ob es immer das Richtige ist, aber mir gefällt oben irgendwie lieber. Das ist auch ein Horrorspiel immer so. Ich will immer nach oben. Unten ist immer der Keller. Unten ist irgendjemand. Da ist eine Falltür, die mich nach unten führt. Ah. Nach oben. Oben ist schöner. Da kneift mich doch ein Höhlenorg. Ich wette, die nächste Stadt, die heißt bestimmt oben drüber oder unten drunter oder beiseite oder sowas. Anfangen zu nehmen an, das sind so Namen. Wie viele Gegner haben wir denn hier? Das gibt's ja gar nicht. Erste entspannte Aktion von Andy. In Deckung gehen. Entspannt. Oh, ich rieche Ärger. Lieb von dir. Was, ich habe für Annelie jetzt Schaden gefangen? Alles klar. Lieb von dir. Okay. Schön, dass es lieb ist, aber war jetzt nicht unbedingt. Komm. Kann das gut sein. Wieso versteckt ihr sich immer hinter mir? Komm, irgendwann ist mal gut. Kämpfe selbst. Genau, damit ist das fast übergelaufen. So also wollte ich es jetzt nicht sagen, aber... Finne, was macht ein Finne jetzt? Was, ich? Auch? Alle? Alle zugleich? Wie soll ich denn die alle gemeinsam in die Ruhezone verschieben, oder was? Und der rote Kobold, der macht es hier blöd. Dann mal mich als erstes in die Ruhezone. Alle nacheinander am besten rein. In der Reihenfolge nach, damit sie sich wieder entspannen. Dankeschön fürs Erledigen des roten Kobolds. Hey, Saue. So, 323 haben wir schon gerettet. Das sind viele Leute. Entspannt sich Finne auch mal, oder... Müssen wir den für immer in der Ruhezone lassen. Erster Ärger. Mürrisch. Was, ich bin wieder... Ach, nein. Ich bin wieder mürrisch. Ja. Oder wie hieß das? Ärgerlich. Was soll denn der Mist? Bringt doch nichts. Ja, finde es wieder entspannt. Dann tun wir mich mal in die Ruhezone. Ruhe ich mich wieder aus. Dann kann ich wieder kämpfen. Vielleicht haben wir es geschafft. Sind ja nur noch die zwei. Der Zorn von Annelie ist verflogen. Da müssen wir noch Sarah mal in die Ruhezone packen. Also geht das nicht. So können wir nicht kämpfen, wenn das ganze Team in Zorn ist. Weil Zorn führt zu
keine Ahnung, ich kenn das Zitat nicht mehr. Zorn führt zu Hass und Hass führt zu unerträglichem Leid oder sowas ähnliches. Und so wirst du zum Sith Lord und wirst auf ewig böse sein und wirst deine Freundin ermorden und in der Lava verbrennen. Ich glaube, es war noch mit Trauer mit dazu. Also seid niemals traurig, weil Trauer führt zu Hass. Hass führt zu Wut. Und Wut führt dazu, dass ihr zum Sith Lord werdet. Ja, so haben wir es dann mal geschafft. Bevor ich noch viel Scheiß drumherum laber. Ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus. Mor? Ich hätte ewig so weitermachen können. Okay, Annelies Level 5. Endlich. Schützender Schild gelernt. Dann setzt es vielleicht mal ein. Im Gegensatz zu mir. Ich habe es noch nie so wirklich eingesetzt. Ich habe ein Loch im Schuh. Was? Ach, die random Dialoge, die habe ich vermisst. Ich muss mal nach unten gehen. Ist ungut, wenn ich immer nach oben laufe. Einmal nach unten müssen wir auch mal machen, obwohl es mir ein bisschen unwohl ist. Es könnte sein, dass wir uns dadurch verlaufen, aber was soll's? Eine Schatztruhe, die hätten wir nicht gefunden, wenn wir nach oben gelaufen wären. Ein Spielschein. Naja, darum wäre es nicht schade gewesen. Schnell ein bisschen weiter rennen. Rennen kann nicht schaden. Kommen wir schneller an. Zur Erinnerung, wir müssen einen Flaschengeist finden und ihn mit einem Zauberspruch bezwingen. Uns zurück in eine Flasche zwingen. In diese Ölflasche dort, in diese Lampe. Das ist halt eher ein Lampengeist als ein Flaschengeist. Ein Djinn, würde ich eher sagen. Flaschengeist kann man es ja nicht nennen. Was ist Flaschengeist eigentlich für ein Begriff? So, Andi greift an und macht's. Zu Ende. Was, bin ich jetzt wieder wütend? Zorn erfüllt. Werde ich wieder zum Sith Lord. So, dann mal mich ab in die Ruhezone. So kann es nicht gehen. Dass der Teamleiter hier anfängt, zornig zu sein. Dann ist der Rest des Teams auch nicht so sonderlich positiv drauf, wenn der Teamleiter nicht gut drauf ist. So, Attacke. Annelie, die wird immer stärker hier. Menno, ärgere ich mich darüber, dass Annelie stark ist, oder? Ist doch gerade kein roter Kobalt da. Und wie kommt das, dass ich mich so verspanne? Der Sieg ist unsicher. Ja, aber ich konnte noch gar nicht mitkämpfen, weil ich immer irgendwie überreagiere. Ein Kinderspiel. Annelie und Co. waren siegreich. Ja, diesmal war sie die kräftiger im Kampf. Level 6. Dafür kriege ich Level 6. Sister. So, was Gutes dran. Süßes Geflüster gelernt. Schwindle einen Gegner an, um ihn abzulenken. Okay. Versuchen wir das gleich mal im nächsten Kampf. So, und weiter. Herzwergi. Und wer bitte ist das? Guten Tag, ich habe Post für Sie. Ach so, ich wollte eigentlich alle Rollen mit Mies besetzen, aber es ist jetzt so ein vorprogrammiertes Mies. Es ist Briefträger Kazuma. Das kann ich vielleicht mal editieren, dann ist der beim nächsten Mal ein anderer Mie. Aber jetzt muss ich erstmal mit dem leben. Das habe ich bisher mal weggeschnitten, aber was soll's. Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herzwergi, richtig? Von wem habe ich Post? Hier im Labyrinth. Du hast einen Brief erhalten. Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Oh, von Prinzessin Katja. Die hat mir geschrieben. Hier, direkt ins Labyrinth rein. Ein Eilbrief. Konnte nicht warten, bis wir in einem Gasthaus sind. Lieber Zwergi, ich habe etwas bei meinem Papa für dich gemopst. Merkt er sicher gar nicht. Deine Katja. Eine HP-Banane. Geklaut von Prinzessin Katja. Nett von Prinzessin Katja, dass die extra für mich etwas klaut. Denn das ist ja sehr edel. Ein Gasthaus gefunden. Na denn. Da bleiben wir aber nicht lange. Da übernachten wir nur kurz. Oh.
Das schwindet also auch. Ah, dieser Zornbalken schwindet. Zwergi. Ich war gemein, es tut mir leid. Ich möchte mich wieder mit dir vertragen. Ich mich doch auch. Danke, Nandi. Alles klar. Ärger vorbei. Nandi wurde verziehen. 100 verschiedene Lieder gehört. Was für Lieder? Soundtracks im Hintergrund? Glaube ich gar nicht. Und Abmarsch, auf geht's. Wir müssen Wir müssen einen Djinn finden. Im Labyrinth. Wir haben was zu tun. Wir können uns nicht lange ausruhen. Ausruhen können wir uns, wenn wir fertig sind. Puh, ich bin total erschöpft. Können wir nicht mal eine Pause machen? Nein, weiter geht's. Nix da, meine Oma sagte immer, machst du zu oft Ruh, wirst du bald zur Kuh. Alles klar. Was war das? Siehst du, da geht's schon los. Das war ich nicht. Und was ist das überhaupt für ein blödes Sprichwort? Okay. Hier wird irgendjemand gerade zur Kuh. Es kommt von irgendwo da hinten. Ah, alles klar. Eine wilde Kuh greift an. Oder was? Minotaurus. Oh nein. Wer kennt die Geschichten von Minotaurus? Ich teste gleich mal süßes Geflüster. Neue Technik. Süßes Geflüster. Fliegen wir mal den Minotaurus an. Mein Lieblingsfarbe ist pink. Was? Haben wir ihn angelogen? Was? Wie stark ist denn der? Ach du Schande. Finne besiegt. Finne am Boden. Na toll, jetzt habe ich einen Nebensteuer verschwendet, aber egal, was soll's. Wird wieder einer dieser OP-Gegner. Ich versuche mal den. Frechen Piekser. Mal sehen, ob das was bringt. Mit meiner Gabel in den Po. Okay. Ich glaube, das hat nicht viel gebracht. Nein. Seine Attacken sind so stark. So, den HP-Steuer verbraucht. Alles klar. Es wird wieder so einer von den OP-Kämpfen. Ja, frecher Piekser. Doch, hat ein bisschen was gemacht. Die Gabel. Gabelpiekser. Kein Sprach zu Abel. Heils nach Abel misst der Gabel in den Nabel. Gedichtrezitation. Auwei. Das ist nicht gut für unser Team. Kommt schon, Leute. Wir haben ihm schon viel getan. Wir kriegen das hin. Auch wenn die Streuer aufgebraucht sind. Finde frisst eine HP-Banane. Schön, schön. Oha. Ich bin am Boden. Habe ich zufällig eine HP-Banane? Ich könnte die gebrauchen. Erste entspannte Aktion. Schmarotzen. Entspannt. Natürlich, na klar. Versteckst dich hinter mir. Klaus mir eine Hand. Oh nein. Klaut die mir eine. Der hat mir meine HP-Banane geklaut. Hey. Gibt's doch ja nicht. Na denn, gebt alles. Ich werde nicht müde. Oh, Kacke. Wann wird der Feind besiegt sein?
Mal Finn in die Ruhezone schieben. Und Attacke. Komm, frecher Piekser. Das scheint etwas zu bringen. So. Nein. Ich glaube, ich gehe zu Boden. Oh, Sarah ist ausgewichen. Ab in die Ruhezone mit mir. Ich hab's am nötigsten gerade. Sprunghieb. Das kriegen wir hin. Ich hab's im Gefühl. Ich hab das Gefühl, dass wir das hinkriegen. Finne wird von Sarah geheilt. Okay, das ist gut. Nächste Beziehung für Finne und Sarah. Flüchtige Bekannte. Warnen gelernt. Okay. Ich will wieder raus. Ich will wieder einen Kampf. Dafür kann Andi sich mal ausruhen. Oha, Finn ist am Boden. Ist hinüber. Nein, er hat noch einen. Eine KP, eine HP. Naja, was bringt's? Komm, wir kriegen's trotzdem hin. Sarah hält Finn wieder. Das ist schön. Kann ich mal angreifen? Ich habe das Bedürfnis anzugreifen. MP-Bonbon ist auch sehr gut. Ich komme noch zurecht mit meinen Attacken. Ich habe noch ein bisschen MP. Nein, das Team. Au, Schande. Ich muss dich leider rausholen, Annelie. Tut mir leid. Ich brauche dich. So, er hat's nicht mehr viel. HP, noch einmal frecher Piekser und dann haben wir's. Zack. Da wäre er am Boden. Minotaurus besiegt. Nicht übel. Im Labyrinth den Minotaurus besiegt. Das war eine gute Leistung. Meisterleistung meiner Meinung nach. Puh. Gerade so geschafft. Und beim ersten Versuch. Das ist was Gutes. Tatzenhieb gelernt. Böse, schmerzender Hiebangriff verursacht beim Gegner Schaden. Lerb für Sarah. Gebratene Banane gelernt. Verbessert Geschmack und Effekt verzerrter HP-Bananen. Level für Annelie. Bonus ERF. Oha, das ist viel Bonus ERF. Wer kriegt's? Annelie hat's, glaube ich, am nötigsten. Hast du. Hacksteak. Oh, das kann ich mir gönnen. Mit Kätzchen knuddeln. Da ist Finne. Den kannst du knuddeln. Das ist ein Kätzchen. 400 Gold. Nehme ich. So, und weiter geht's. Im Gasthaus. Jo. Habe ich richtig geraten. Und da sind wir. Einmal übernachten. Nach dem Kampf gegen den Minotaurus. Rast finden. Ha, das hole ich mir noch glatt. Fledermauskostüm. Ich bin Batman. Na denn. Ja, wenn ihr tot seid, jetzt heißt es Kampf gegen den... Ja, gegen den Feind. Gegen den Djinn. Eine Sackgasse. Aber was ist das für eine Öffnung in der Wand? Hier geht es vorerst nicht weiter. Sonst links? Irgendwo anders? Ja, laufen wir erstmal zurück hier. Irgendwo im anderen, vielleicht irgendwo ein Schlüssel oder ein Teil, was da reinpasst. Oh, mir fällt jetzt erst auf, dass du neue Kleidung trägst. Steht dir echt gut. Juhu, es hat doch noch jemandem gefallen. Das Kompliment kam gut an. Okay. Neues Beziehungslevel. Duha. Flüchtige Bekannte. Angeben gelernt. Füge Feinden extra Schaden zu und beeindrucke damit Freunde. Jetzt. Gerannt wird. Wir müssen den Schlüssel finden. Nach oben. Nach rennt, Leute. Irgendwo muss hier was sein. In dieser Truhe. Ein Schlüssel. Das wäre zu schön. Na denn, weiter.
fühle mich fit wie noch nie, sagt Fenner. Und das wird sich vielleicht ändern nach diesem Bosskampf. Naja, ist kein Bosskampf. Ist nur ein Zwischengegner. Krebsfossil. Naja, komm. Wir haben gerade einen Minotaurus besiegt. Das kriegen wir auch noch hin. Aber sowas von leicht. So ein kleines Schildchen hier. Kleiner Snack für Finne. Hau rein, Finne. Friss dich nicht zu voll. Du musst noch kämpfen. Wenn dein Magen voll ist, kannst du schlecht kämpfen. Also ein bisschen Luft musst du noch auch nach oben lassen. In deinem Magen. Und Attacke! Bald haben wir's. Wetz, wetz. Finne wetzt seine Krallen. Oh, wie stark ist der Gegner. Der hält am einiges aus. Mampf, Mampf, heilt sich selbst. Und mach's alle. Na komm, noch ein Schlag, noch ein Pieks. Haben wir's. Super, 232 geschafft. Wird gerettet. Schon vorbei. Naja, was heißt schon? Kampf hat außergewöhnlich lange gedauert, dafür, dass nur ein Gegner war. Attacke, voran, voran. Meine Kämpfer. Was haben wir hier? Rätselhaftes Juwel erhalten. Das ist doch bestimmt das, was wir da einsetzen sollen. Wenn ich mich da nicht irre. Gasthaus gefunden. Bisschen zurücklaufen. Und mal gucken, was hinter uns liegt. Da finden wir auch einen Schlüssel. Eine Lösung für das Rätsel. Brüder. Ein Geschenk für Finne gekauft. Ha! Was wohl drin sein mag. Ich habe was für dich gekauft. Das habe ich für dich besorgt. Finde halt ein Geschenk von Sarah. Gib schon her, gib schon her. Spieldose. Hurra. Okay, woher hat Sarah eine Spieldose? Dua, Bekannte. Der Sound, der ist wirklich. Dua. Wo tut's denn weh? Kümmern. Sackgasse hindurch. Eine Sackgasse, aber wir haben das geheimnisvolle Juwel. Da passt bestimmt das Juwel hinein. Jo. Da öffnet sich eine Tür. Komm ins Licht. Jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen. Oh, wer ist denn da? Das ist doch der böse Djinn. Ork, Höhlenork. Was komme ich denn so? Gib diese Schätze zurück. Der war gut. Hör mal, mir gehört diese ganze Wüste. Also gehören diese Schätze auch mir. Und jetzt verzieh dich. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Oh nein, die Lampe. Du kannst gar nicht wissen, wie sie funktioniert. Sagst du den Bandspruch auf? Natürlich sage ich den Bandspruch auf. Ach du Kacke. Wie war denn nochmal? Ach du Scheiße, wie war denn nochmal der Bandspruch? Schande. Den habe ich mir gar nicht gemerkt. Wie mache ich das denn jetzt? Du kennst meinen Namen nicht. Ohne den Namen kannst du mich nicht wegschließen. Ach so, den Namen müssen wir... Ja, komm, das kriege ich hin. Was? Woher wusstest du das? Das hat dir der Teufel gesagt. Höhlenork. Moment, 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 langsam. Höhlenork. 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 Ich gebe alles, ich gebe alle Schätze zurück. Höhlenork, verdammt, rein damit. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Höhlenork. Aha, verschone mich. Höhlenork. Rein mit dem. Rein, 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 jetzt komm, 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 rein, komm. Ja, mach keine Spirenzchen, rein mit dir. Gib alle Schätze zurück, wirklich. Jetzt verpiss dich endlich in diese scheiß Flasche. Höhlenork. Funktioniert nicht. Das Ding muss kaputt sein. Das Ding muss verdammt nochmal kaputt sein. Moment, Moment, langsam. Das Ding muss wirklich defekt sein.
Komm in die scheiß Flasche. Ich will den nicht verschonen. Der hat... Na, ja gut. Müssen wir jetzt gegen den kämpfen, oder was? Ha. Und? Es tut mir leid. Ich gebe den Stadtbewohnern die Schätze zurück. Ha. Na, wenn das mal... Kein Lüges. Hönok ist mit den Schätzen zur Stadt aufgebrochen. Ihm nach. Tat nebenan. Und da ist der Djinn, der Höhenorg. Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Herrlich. Hier sind alle eure Schätze zurück. Es tut mir wirklich leid. Jetzt sagt das doch nur, weil er von mir gezwungen wurde hier. Glänzend. Da kommt der dunkle Fürst Julian und nimmt sich alles. Bewohner von nebenan. Nee, der will nur die Gesichter. Ich habe ein kleines Geschenk für euch. Euer bester Freund ist hoffentlich die Verzweiflung. Hilfe, was ist los? Was ist passiert in unserer Abwesenheit? Ja. Du da, Jungchen, sei so gut, hör einem alten Mann zu. Ich dachte ja, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Aber jetzt ist der dunkle Fürst hier und macht uns das Leben schwer. Unglaublich! Hat einfach die Gesichter der Bewohner gestohlen. Gegen ihn ist der Lampengeist noch das kleinere Übel. Einen übleren Schurken hat die Welt noch nie gesehen. Was denkt der dunkle Fürst eigentlich, was er sich erlauben kann? Sogar das Gesicht von Holla hat er geschnappt. So was tut man doch nicht. Niemand könnte so lächeln, so schön lächeln wie sie. Ja, wird jetzt ein leicht bisschen Pedo. Jetzt ist der dunkle Fürst zur Pyramide nördlich von hier geflohen. Bitte bring diesem Schurken Manieren bei. Das tust du doch, oder? Aber klar. Jetzt läuft das hier genauso wie in Anfangs, dass ich die Leute hier einzeln wieder zurückretten muss. Was? Den haben sie auch. Den Lampengeist Höhenorg. Ich weiß nicht, ob ich den retten will. Den hat er auch entführt. In der Pyramide. Der gehört wohl hier mit zum Ensemble. In der Pyramide. Mit beim Flaschengeist. YouTube und Google. Na, die müssen wir retten. YouTube, das müssen wir als erstes retten. Auch in der Pyramide. Allesamt in der Pyramide. Na denn, da weiß ich ja wohl, wo ich als nächstes hin muss. Ab in die Pyramide. Würde man sagen, im nächsten Part geht's so weiter. Ist mir jetzt egal, wie lange der Part schon geht. Geht bestimmt schon lange noch. Ich glaube, mich nach oben soll es euch gefallen haben. Neu auf meiner Kanalseite seid. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Das ist schon mal schön. Gehabt euch wohl. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Und ja. Haut rinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.